größte Herausforderung in der Gießereiindustrie ist, wir haben sehr viel mit Rohstoffen zu tun. Jedes Kind kennt ja den Sand aus dem Sandkasten oder vom Strand an der Nordsee. Grundsätzlich ist es nichts anderes. Wir binden diesen Sand mit chemischen Stoffen, härten ihn aus. Aus diesem Kern entsteht ein Gussstück. Diese Gussstücke werden in der Automobilindustrie in Fahrzeuge eingebaut. Die Fahrzeuge werden immer komplexer, werden immer maßlich genauer. Demzufolge müssen die Gussstücke auch immer genauer werden. Das Zusammenspiel aus den Gießen mit hohen Temperaturen, aus dem Zusammensetzen der vielen Rohstoffe, das ist eine der größten Herausforderungen, diese ganzen Komponenten so abzustimmen und so in Einklang zu bringen, dass am Ende ein maßlich und qualitativ hochwertiges Gussstück entsteht. Wir produzieren annähernd alle Produkte, die eine Gießerei benötigt. Bad Deckenstedt ist ein Standort, wo wir ein Versuchszentrum errichtet haben. Also alles, was der Endkunde an dem Produkt erwartet, wird hier am Standort vorgetestet und abgeglichen. Die Anforderungen des Endkunden der Automobilindustrie steigen von Jahr zu Jahr. Nicht zuletzt deswegen gehen wir immer mehr auf diese neuesten Messmethoden oder Prüfmethoden. Wir sind also mehr oder weniger gezwungen, unser Endproduktkern auch maßlich so zu überprüfen, dass es diesen Anforderungen genügt. Das für mich absolut Faszinierende ist die Schnelligkeit, die Genauigkeit und die absolute Bedienerfreundlichkeit. Es ist so einfach geworden, mit normalem Menschenverstand, sage ich mal, mit einfachen Handgriffen in dieser Geschwindigkeit diese vielen Daten zu ermitteln. Mein persönlicher Stolz im Hinblick auf das Center of Competence: Wir haben in kürzester Zeit eine Gießerei im Kleinen erzeugt mit allen notwendigen Aggregaten, die eine Gießerei auch hat. Und ich glaube, dass dieser Standort Bad Deckenstedt einmalig auf der ganzen Welt ist.